Wir sprechen seit einigen Tagen mit Initiativen und Menschen, die sich gerade in dieser Corona-Krise engagieren, die sich für Menschen engagieren, die eher durchs Raster fallen. Und heute haben wir Thorsten Mehnert von der Stiftung Eckenwecken hier im Gespräch. Und ich sage erstmal Hallo, Thorsten. Hallo, Juli, grüß dich. Genau, und würde ganz zum Anfang für alle, die es nicht wissen, fragen, was ist denn die Stiftung Eckenwecken? Vielleicht kannst du das am Anfang erzählen. Okay. Stiftung Eckenwecken gibt es so seit gut 10 Jahren mittlerweile. Und ja, im Laufe der Zeit hat sich so herauskristallisiert, Mitgestaltung im Quartier zu organisieren. Das ist so das, was wir primär tun. Das fing ja an mit dem Großprojekt gleich so ziemlich zu Anfang mit dem Bürgerbahnhof Plagwitz, wo wir da mit vielen Akteuren vor Ort einfach diesen ehemaligen Güterbahnhof da transformiert haben in so einen offenen Begegnungsraum, wo es heute eben viele Aktivitäten gibt. Ja, gut, und dann ging das irgendwie so weiter, ja. Also das Depot und Stadt gemeinsam gestalten, gemeinsam lernen im Quartier. Jetzt Corona, alles so Aktivitäten, wo es ums einfach darum geht, Ehrenamt zu stärken und auch zu aktivieren, ja. Also wirklich die Mitverantwortung, die Mitgestaltung im Quartier durchzuführen, Verantwortung zu übernehmen, mit anderen Leuten gemeinsam das eigene Wohn-, Lebens-, Arbeitsumfeld zu gestalten. Ja, und da koordinieren wir die Leute, die in unserer Schwarmorganisation drin sind. Stiftung haben wir keine Mitglieder, kommen dann immer auf irgendwelche neuen Ideen und dann gucken wir gemeinsam, ob wir da was draus machen können. Meist ist es so, nicht immer. Genau, ich habe schon oft von euch gehört oder habe auch ein Newsletter von euch. Und um jetzt sozusagen in die aktuelle Situation zu springen, ich habe so wahrgenommen, dass viele Menschen sich aufgemacht haben, relativ schnell Nachbarschaftshilfe zu denken und auch zu organisieren. Aber ich denke, ihr wart in Leipzig auch die, die schon vor 2, 3 Wochen sofort begonnen habt, auch Menschen zu bündeln, die da aktiv werden wollten. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, genau, wie seid ihr auf die Idee gekommen und was macht ihr da eigentlich? Ja gut, auf die Idee sind wir gekommen aus der Notwendigkeit. Ne? Verstehst du, wenn du jetzt hörst, es ist wahrscheinlich bald die Situation, wo wir alle mehr oder weniger nicht mehr raus können, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was machen denn all jene, die da keine Freunde, Verwandte, sonst was haben oder aufgrund von Krankheit, Behinderung oder so das Haus gar nicht mehr verlassen können. Und weil wir sind eigentlich seit ein paar Jahren schon ziemlich digital unterwegs. Also wir haben ein relativ starkes CRM-System, nennt man sowas. Da kann man, im Grunde genommen ist das eine Kontaktverwaltung mit einem guten Rundmail-System und du kannst Gruppen anlegen, wo Leute drin sind. Du kannst Formulare machen, dass die sich selber eintragen. So alles das haben wir gedacht, Mensch, das ist doch jetzt eigentlich ideal, weil wir müssen ja auch auf unseren Aufwand gucken. Wir können nicht, für Leute, die Hilfe suchen, sind wir am Telefon da, ja. Aber wenn jetzt jemand sagt, er will unterstützen, es sind mittlerweile ja fast 1000. Also, die können wir hier nicht aufnehmen, ja. Also, und das war eine gute Möglichkeit. Und dann haben wir mit unserem Systempartner waren wir schnell uns auch einig, wie kann es eine erste schnelle Geosuche geben? Weil du kannst jetzt nicht anfangen, ach, die Jule wohnt da und der Thomas da. Ja, wo sind denn die auf dem Stadtplan? Ist das jetzt weit? Ja, das schaffst du nicht. Du brauchst die Zeit auch mit Gespräch mit älteren Leuten, die auch mal ein bisschen wissen wollen, wie funktioniert das. Wenn du aber im Matching von Angebot und Nachfrage, ja, jetzt noch so lange brauchen würdest, das geht nicht. Naja, und diese kleine Komponente war auch relativ schnell da. Die sucht in Sekundenschnelle, sucht die 3 nächsten Leute irgendwie in der Nähe. Ja, und dann hat sich das irgendwie so fortgesetzt mittlerweile. Es ist ja immer noch so, dass zu wenig Leute das auch in Anspruch nehmen, ja? Das ist erstmal, manchmal denke ich, es ist gut, aha, dann funktionieren die Hausgemeinschaften, aha, dann funktionieren die irgendwie Großfamilien oder was auch immer. Aber manchmal merkt man eben doch, es funktioniert noch nicht so ganz und Leute trauen sich noch zu, muten sich zu viel zu, Ältere vielleicht gerade. Die wollen ja auch mal raus, ja. Gerade wenn du da ein bisschen einsam zu Hause bist, ist es natürlich, dann willst du auch mal raus. Egal, ob da nun irgendwelche Viren sind oder nicht, du hast einfach mal den Drang rauszugehen. So, und da rufen auch viele Verwandte bei uns an und sagen, da, die machen sich Sorgen. Gerade Leute, wo dann die Verwandten gar nicht in Leipzig wohnen, weißt du, die sagen, ah, ich bin da immer mal hingefahren zu meiner Oma, Opa, Tante und jetzt kann ich das nicht mehr. Und wie ist denn deren Versorgung sichergestellt? So. Ja, und mittlerweile sind wir, glaube ich, wir haben jetzt so fast 60 Unterstützung und ja, ungefähr um die 30 sonstige Beratungsgespräche
Gespräche leiten manchmal auch zu Nachbarschaftsinitiativen, zum Sozialamt weiter, weil da kannst du dir vorstellen, gibt es natürlich auch Fälle, die sind für uns einfach nicht mehr handelbar. Mhm. Ja, also Demenz, ein Messi-Dasein, Leute, die das vielleicht gar nicht wollen, obwohl die Verwandten das wollen. Also da kommst du auf alle möglichen Sachen, kommen hier irgendwie an. Und ja, aber bisher mussten wir noch niemanden im Regen stehen lassen, ja. Also, bevor wir uns jetzt nicht kümmern, ist es auch immer wieder der Fall, dass Leute von außerhalb anrufen und sagen, und kann ich jetzt das mal in Hannover machen? Aber da haben wir seit letzter Woche, wir haben gerade so einen Förderantrag laufen, relativ kurzfristige Geschichte, weil wir wollen, wir sehen das auch als Chance, um Zivilgesellschaft digital zu ermächtigen. Also, das heißt, dieses System wollen wir jetzt noch ein Stückchen weiterentwickeln. Und vor allen Dingen wollen wir die Auftragsabwicklungsgeschwindigkeit erhöhen. Mhm. Weil, weißt du, alles zusammengenommen brauchen wir eine halbe Stunde für so eine Vermittlung, Beratung, doch manchmal telefonieren. Das ist einfach viel zu lang. Gerade wenn, was weiß ich, in ein paar Wochen müssen wir vielleicht viel mehr Leute schützen, auch wenn alle anderen wieder draußen sind. Keiner weiß ja momentan, wird sich die Zahl der Hilfesuchenden erhöhen oder nicht? Dann kannst du jedenfalls als Organisation, die primär aus Freiwilligen besteht, ja, kannst du nicht eine halbe Stunde brauchen, um dich um einen Auftrag sozusagen zu kümmern. Und da ist jetzt da sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir mit so einem automatisierten Workflow 80% der Zeit einsparen können. Das entwickeln wir gerade. Und da werden wir dann 15 Gemeinwohlorganisationen in Deutschland suchen, denen wir das System kostenlos für ein Jahr anbieten. Also mit Hosting, Wartung, Support. Und dann können die loslegen, ja. Die Kommunen, die Initiativen, die Kulturzentren, die Bürgerstiftung, die Kirchengemeinden und auch die Wohlfahrtsorganisation, wer immer sich da so meldet und sagt, im Postleitbereich XY möchte ich eben so etwas anbieten, und dann kriegen die das für ein Jahr. Und alle anderen, die natürlich ja sagen, sie sind dann außerhalb der 15, haben aber auch genügend technische Kapazität oder das Geld, um sie zu zahlen, die können natürlich auch mitmachen. Das ist einfach Open-Source-Kram. Mhm. Und ja, das nimmt man und legt los. So. Genau. Aber im Kern, um das nochmal so zu erfassen, also sehr spannend, was du erzählst. Ihr sammelt vor allem Leute, die anderen Leuten helfen wollen. Und da haben sich jetzt innerhalb dieser Wochen 1000 Leute fast bei euch gemeldet. Ja, 975 oder so sind wir, glaube ich. Ja. Mhm. Genau, und die werden vermittelt quasi zu Leuten, die Hilfe brauchen. Aber genau. Du sagst selber, da haben sich bisher noch nicht so viele gemeldet, vielleicht auch wegen digitaler Barrieren oder weil es noch so läuft. Genau. Tja, naja, eben das ist die große Unbekannte, ja. In jedem Presse, alles TV, Radio, Print, immer versuchen wir deutlich zu machen, Leute, traut euch, ihr könnt ruhig, ihr seid keine Almosenempfänger. Wenn ihr selber könntet, würdet ihr das vielleicht auch machen. Also verstehst du, so Formen der Ermutigung, es doch auch anzunehmen. Weil, wenn du dir überlegst, dass da innerhalb von 2 Wochen da 60 Leute das annehmen und 30 Leute sich nochmal beraten lassen, ist das ja nicht so viel. Mhm. Und wir hören jetzt ja auch viel rum, weil, wie du schon sagtest, es gibt ja bundesweit, überall sprießen ja ab nun in analoger, digitaler, sonst wie Form diese Projekte. Das ist einerseits natürlich schön, ist vielleicht ein bisschen schwierig, manchmal auch den Überblick zu behalten für Leute. Aber ich glaube, wir müssen schon noch auch ein bisschen gucken, woran liegt das, ja? Also, weil die machen ja nicht alle schlechte Arbeit. Also, und erstmal ist es doch auch ermutigend, wenn du weißt, da wollen so viele Leute helfen, ja? Also, wenn ich hier 100 Meter Umfeld eingehe oder 150 Meter, habe ich mal ausprobiert, dann habe ich, glaube ich, irgendwie 16 Leute, die für mich einkaufen würden. Gut, Plagwitz ist nun, wenn du mal auf unsere Karte guckst, da ist natürlich eine hohe Unterstützerdichte, ja. Mhm. Aber da muss man den Leuten eben sagen, greift da drauf zu, und es ist ja auch kostenlos. Also natürlich, man muss auch wissen, man gibt den Leuten ja auch Geld in die Hand, wenn die zum Beispiel einkaufen. Also so ein bisschen Vertrauen. Da musst du gucken, wie bei jedem neuen Dritten, was geht, was geht nicht. Das können wir ja auch nicht vorgeben. Also gibt natürlich Tipps, wie machst du das und stellst irgendwie die Tasche mit Geld und Einkaufszettel nach draußen, und jemand anderes kommt dann wieder und bringt Rückgeld. Und ja, also Mut machen, Hilfe anzunehmen, das ist das große Motto. Genau, ne? Ich will noch ein Stichwort aufgreifen, was du schon gebracht hast. Du hast in etwa gesagt, das ist sozusagen auch ein Schritt der digitalen oder einer Selbstermächtigung der Zivilgesellschaft. Mhm.
was auch sozusagen in die Zukunft reicht. Also irgendwann wird die Situation sicher auch sozusagen langsam vorbeigehen. Niemand weiß, genau, wie lange. Aber wie kannst du dir vorstellen, wie so ein System später weiter funktioniert im Alltag? Ja, ja. Ja, also das wird dann, wenn wir dieses Projekt jetzt realisieren können, wir sind, wie gesagt, schon so halb dabei, also fast schon voll. Aber wie gesagt, wir brauchen dann auch eine Förderung. Ein Ansatzpunkt, um auch diese Organisation, weil da steht ja schon ein bisschen Arbeit dahinter, du wirst dann einen Telefonsupport in Postleitzahl XY einfach auch machen müssen, ja, so, sollte das natürlich auch einen Nutzen über diese Zeit hinaus haben. Und das ist eben ein System, das ist sehr mächtig. Das heißt, da kannst du auch deine Mitglieder verwalten, du kannst Zuwendungen verwalten, du hast eine Veranstaltungsorganisation. Du kannst also viele Zuwendungsbescheinigungen drucken, weißt du, den ganzen administrativen Krams, wo eigentlich keiner Bock drauf hat, so kannst du da neben dem Inhalt der inhaltlichen Arbeit, weshalb die Leute ja meist im Verein, in der Initiative irgendwie dabei sind, kannst du eben dich gut unterstützen lassen, automatisieren und das Ganze automatisieren. Und deshalb ist das eben, ja, ein Teil des Anreizes, ja, wo man sagt, okay, dadurch gewinnt man auch für die Zeit danach natürlich auch Mitstreiter irgendwie. Wir haben jetzt wir im Quartier, das pilotieren wir ja gerade im Leipziger Westen. Gut, die Lösungsteams, die sechs, die es jetzt gerade gibt, die sind noch nicht gerade auch durch diese Situation, sind die noch gerade auch so ein bisschen in ihrer Arbeit begrenzt. Mhm. Aber das wollen wir auch in weiteren Stadtteilen machen. Da geht es letztendlich darum, gemeinsam Lösungen für gesellschaftliche Probleme zu erdenken und auch umzusetzen. Ob das die Slacklines sind, die da in den Park kommen, oder der Waldweg, der da repariert werden muss, oder das Tool, was man gemeinsam entwickelt, oder. So, das wollen wir auch in anderen Teilen der Stadt machen. Und da ist es natürlich klasse, wenn wir jetzt schon mal, weil wir sind, gut, am Anfang gab es nur Anmeldungen aus dem Leipziger Westen. Mhm. Wenn wir einfach jetzt auch wirklich Adressen haben, das ist aber auch wichtig, ja, darf man nicht mal nur so als Datenkraken-Thema sehen. Zivilgesellschaft braucht Daten, sonst kannst du einfach nicht auf die Leute zugehen und sagen, hast du nicht Bock, da mitzumachen? Mhm. Und da sind wir natürlich dankbar. Und ich denke, jede Organisation, die da ihrerseits mitmachen wird, in welchem Gebiet Deutschlands auch immer, wird natürlich froh sein, wenn sie dann eigene Daten haben. Also wenn sie dann sozusagen die systemische und auch die Datengrundlage hat, um dann ihre normale Arbeit zu machen, die dann gar nichts mehr mit Corona zu tun hat. Vielleicht kannst du noch mal am Ende sagen, wie kann man euch erreichen, wo kann man euch erreichen? Ja, okay. Also Leute, die das unterstützen wollen, die gehen am besten auf die Website, also Stiftung Eckenwecken. Mhm. Und dann gibt es da ein Projekt, das heißt einfach Corona-Hilfe. Und da ich biete Unterstützung und da kann man sich dann eintragen in so ein Formular. So, die Leute, die Unterstützung brauchen, ab jetzt beim Einkaufen, beim Tiere ausführen oder mal ein Gespräch führen, da finden wir es natürlich auch gut, wenn sie oder ihre Verwandten, je nachdem, wie die so können, wenn die sich auch im Formular eintragen, weil uns das Zeit spart. Mhm. Aber ansonsten können die auch unter 0341 24 19 274 bei uns anrufen. Aber nur, wenn nötig, ne? Weil, wie gesagt, weil es einfach mehr Zeit braucht. Mehr Zeit brauchen mit einem Fall sozusagen heißt weniger Zeit für andere haben. Ne? Genau. Ja. Ja, also das ist die große Ermunterung. Greift auf die Unterstützung zu, bei uns, bei anderen. Überall sagen Leute, hey, wir sind für euch da. Und jetzt muss man einfach, ja, wäre gut, einfach diese Hände, die da gereicht werden, wenn die auch angenommen werden. Ist ja auch wichtig für die Leute, die es bieten. Also haben sich jetzt so viele aufgemacht, die haben dann natürlich auch Zeit und Gedanken investiert, ist auch eine schöne Anerkennung, dann zu sagen, ja, jetzt mache ich mal bei denen da mit und ja, lass mich mal ein bisschen verwöhnen oder tu etwas, was ich allein nicht mehr tun sollte oder kann. Genau, also ja, sich einfach trauen, sozusagen auch Hilfe anzunehmen, die viele Hilfe, die auch angeboten ist in diesen Zeiten, das ist auch total schön und wichtig, das zu spüren. Genau, danke für eure Arbeit und danke für das Gespräch, würde ich meinen.